Einen wunderschönen guten Morgen zum 14.03. Heute lege ich euch wieder die Tageskarte und bin gespannt, welchen Input das Black Cat Tarot uns zu bieten hat. Ich werde die nächste Zeit auch mal andere Tarotkarten nutzen, um verschiedene Eindrücke zu bekommen. Jetzt müssen wir nur schauen, was das Black Cat Tarot uns für heute, den Dienstag, mitteilen möchte. Ah, da ist es schon gefallen. So. Damit hätten wir die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen bedeutet Gutherzigkeit. Also es ist eine positive Karte. Sie gibt einem die Chancen, anderen das Gefühl zu geben, geliebt und sicher zu sein. Also es ist eine mutterhafte Karte, wie man auch auf dem Bild erkennen kann. Die Schwächen dazu sind aber, man vergisst sich oft selbst. Also man stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderer über die von einem selber, über die eigenen. Die Gefahr, auf die diese Karte aufmerksam machen möchte, ist, du nimmst dir zu wenig Zeit für deine Meditation, Rituale und ganz besonders für die Selbstfürsorge. Denn nur solange es dir gut geht, kannst du für andere da sein und dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Von daher möchte dich die Karte ermahnen, auf dich selber zu achten, nach dir zu schauen, nicht immer alles, was du brauchst, hinten anzustellen, um für andere da zu sein. Seist du eine Mutter oder auch alleinstehend und für deine Freunde da. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf jeden Fall darauf achtest, dich selbst zu lieben, dir selbst die Fürsorge zu geben, die du benötigst. Die Botschaft ist, es ist schön, Liebe zu geben und andere glücklich zu machen. Aber dafür musst du auch mit dir selbst im Einklang sein. Vergiss niemals, dass es dir auch gut gehen muss, wenn du etwas Gutes für andere tun willst. In dem Sinne, versuch heute besonders etwas für dich zu machen, was du liebst, was dir ein gutes Gefühl gibt, was dafür sorgt, dass du dich wieder aufgeladen fühlst, bevor du wieder für andere da bist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, da ich weiß, dass es immer schwierig ist und würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.